Spar mir einfach deinen Anblick. Den Gefallen kann ich dir leider nicht tun. Und wieso nicht? Weil ich hier einziehe. Hey, du hast gewonnen. Sag nicht, dass dich das überrascht. Ach komm, das war Glück. Natürlich. Nehmen wir mal an, da würde jetzt so ein zweiter Pressebrief auftauchen. Wie müsste Kathi dann reagieren? Das kommt ganz auf die Umstände an. Das heißt im Klartext? In Kathis Fall spricht viel für einen Anfänger. Ich meine, wer 50.000 Mark von so wohlhabenden Leuten verlangt, der dürfte nicht viel Erfahrung haben. 24? Du kannst doch nicht dein ganzes Geld setzen. Das tue ich ja auch nicht. Das ist dein Geld. Geht mehr? Mit meinem Geld? Sag mal, hast du sie noch alle? Nichts geht mehr? Philipp, sag, dass das nicht wahr ist. 25 Rot Ampere Pass, Lens, Chevaux, Carré, Transversale, Sample. Wir haben gewonnen. Ich habe es dir ja gesagt. Bitte, Angestellte. Vielen Dank. Mann, ich fass es nicht. Du gehst an mein Geld, ohne mich zu fragen. Es ging leider nicht anders. Bitte, das spielt so. Roulette hattest du es mir bestimmt nicht gegeben. Nee, bestimmt nicht. Ich setz doch nicht mein Geld aufs Spiel. Was wäre denn, wenn wir es verloren hätten? Ja, das haben wir gar nicht. Das konntest du vorher nicht wissen. Doch. Ich war mir völlig sicher. Mann, das ist ein Glücksspiel. Da kannst du nie sicher sein. Bleib cool. Ich schon. Du bist echt ein Idiot. Deine Scherze waren auch schon mal besser. Ich scherze nicht. Mein Schloss ist doch kein Hotel, in dem man einfach so absteigen kann. Dein Schloss. Noch gehört Friedenau dir nicht ganz. Du sagst es, noch. Aber das wird sich ändern. Ja, und bis dahin musst du dich damit abfinden, dass ich auf Einladung der Gräfin von Anstetten und ihres Gatten hier bin. Gräfin von Anstetten, lächerlich. Diese Kunstdiebin hat sich ihren Adelstitel doch bloß erschlichen. Solltest nicht von dir auf andere schließen. Pass auf, was du sagst. Verzeihung, wenn ich eurer Durchlaucht zu nahe getreten bin. Falls du natürlich deine Miete nicht mehr bezahlen kannst, bin ich gerne bereit, dir für einige Tage auf Friedenau Obdach zu gewähren. Wie großzügig. Aber ich fürchte, du wirst mich einige Zeit länger hier ertragen müssen. Was soll denn das heißen? Willst du dich hier auf Dauer einnisten? Wer weiß. Ich bin mir noch nicht schlüssig, wie lange ich die Gastfreundschaft der Gräfin in Anspruch nehme. Bis später. Gräfin? Schalte mal auf den Film zurück, bitte. Den hier? Ja. Den kenne ich, der ist ätzend. Echt? Na, dann schalt aus. Na gut. Was machen wir jetzt? Wir könnten zu dem Fest am Rheinufer mal wieder ein bisschen Achterbahn fahren. Naja, warum nicht? Ach, mir fällt hier wirklich langsam die Decke auf den Kopf. Oh. Hey, alles in Ordnung? Habt ihr noch was vor? Wir wollten zum Rheinufer, da ist heute ein Fest. Vergiss es. Wieso? Auf so einer Veranstaltung kann ich für deine Sicherheit nicht garantieren. Ach komm, mir wird da schon nichts passieren. Solange wir keinen wirklichen Überblick haben, wie groß die Gefahr ist, kann ich solche Aktionen leider nicht zulassen. Clarissa wird mich bestimmt nicht vom Riesenrad runterschubsen. Tut mir leid, aber es geht nicht. Wenn ihr euch was anderes überlegt, dann sagt mir Bescheid, ja? Ihr wisst, wo ihr mich findet. So ein Blödmann! Wäre vielleicht wirklich ein bisschen leichtsinnig gewesen. Der Presse hat sich doch in den letzten Tagen gar nicht mehr gemeldet. Wir sollten trotzdem kein Risiko eingehen. Mann, ich habe aber keine Lust, hier zu Hause nur rumzuhängen. Oh. Ja, hallo? Hallo, Gero! Schön, wie geht's dir denn? Ja, mir auch, danke. Du sollst dich freuen. Ich habe eine Menge Geld für dich gewonnen. Darum geht's doch gar nicht. Ich kann sowas nicht ab. Ohne mich zu fragen, an mein Geld zu gehen. Das finde ich ziemlich dreist. Okay, da hast du ja recht. Was wäre denn, wenn du alles verloren hättest? Hab ich ja nicht. Mann, ich meine ja auch wenn. Du
Du konntest nicht wissen, dass du gewinnst. Wie oft soll ich das dir noch sagen? Ich war mir wirklich absolut sicher. Und wie oft soll ich dir noch sagen, dass es beim Glücksspiel keine Sicherheit gibt? Ja, theoretisch hast du ja recht, aber ich hatte das so im Gefühl. Außerdem, ich hatte es nicht, dir nicht sagen müssen, dass es dein Geld war. Ja, meinst du, ich hätte es nicht gemerkt, wenn was fehlt? Quatsch, ich hätte dir doch das Geld ersetzt. Ja, das will ich aber auch meinen. Na, komm, sei mir nicht mehr böse und lass uns auf den Gewinn anstoßen, ja? Na gut. Aber lass die Finger von meinem Geld, verstanden? Versprochen. Auf uns. Cheers. Und wie viel haben wir genau gewonnen? 54.000. In 10 Minuten. Oh, nicht schlecht. Und wie hoch ist mein Anteil? Oh, du kriegst natürlich alles. War doch dein Einsatz, also es ist doch dein Gewinn. Echt? Wow. Ja, ich wollte dir einfach ein bisschen helfen, dein Kapital zu vergrößern. Ja, das ist dir gelungen. Mensch, das ist ein ganz schön hohes Risiko, dass du da eingegangen bist. Wer sich nicht in Gefahr begibt? Arne wird Augen machen. Ja, sag ihm aber lieber nicht, wie sich dein Geld vermehrt hat. Warum nicht? Arno steht nicht so auf Risiko. Womöglich denkt er dann, ich wäre ein Spieler. Wie du willst. Ja, du bist ja damals Hals über Kopf weg. Wann kommst du denn mal wieder? Oh, vorerst nicht. Schade. Ja, ich vermisse dich halt so, jetzt wo Mama auch weg ist. Ja, ich weiß. Ja, gut, okay. Mach's gut. Tschüss. Kannst du nicht einfach diese Dramatik sein lassen und zur Sache kommen? Ich habe gestern Abend noch mal über dein Problem nachgedacht. Und ich denke, es ist am besten, wenn du zu einer Drogenberatung gehst. Wieso das denn? Ich bin doch kein Süchtiger. Was wollen Sie? Von dir eigentlich nichts Kleines. Oder willst du dir auch mal dein Näschen pudern? Lass das, Ed. Wir reden ein anderes Mal. Keine Tricks mehr. Du hast von mir den Stoff bekommen, also kriege ich jetzt das Geld. Ich bin ehrlich enttäuscht von dir. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Feindschaft. Lass ihn bloß in Ruhe. Hör gar nicht auf dich. Alles in Ordnung? Ja. Erzähl schon, wie geht es ihm? Ganz gut. Kommt er wieder? Hm, schade. Ist alles nur wegen diesem Mistkerl von Dila. Ach, du meinst diesen Laubenstein? Lauenstein, Ed Lauenstein. Hm. Wenn es den nicht gegeben hätte, dann wäre Gero jetzt wahrscheinlich noch hier. Seltsam. Genauso wie bei deiner Mutter und Clarissa. Hm. Ohne solche Typen wie Clarissa, diesen Lauenstein, da wäre alles einfacher. Und wie lange sind Sie weg? Nur ein paar Tage. Ich mag diese Art von Geschäftsreisen nicht sonderlich. Können Sie sich vorher noch die Kalkulation für unser Bauprojekt anschauen? Hat es nicht Zeit, bis ich wieder da bin? Um weiterarbeiten zu können, brauche ich Ihr Okay und Ihre Zusage, sich finanziell zu beteiligen, wenn es eng wird. Ja, meinetwegen, dann bringen Sie mir die Unterlagen eben morgen vorbei. Wenn es Ihnen allerdings überhaupt nicht passt, dann... Jetzt verkomplizieren Sie doch nicht alles. Pardon, ich bin etwas gereizt. Ich hatte gestern eine äußerst unangenehme Auseinandersetzung. Was ist passiert? Nun, es gibt da eine Freundin von mir. Bitte würden Sie mir mal das Brot reichen. Danke. Besser gesagt, eine ehemalige Freundin. Sie war eine der wenigen Menschen, denen ich vertraut habe. Und Sie haben sich mit ihr überworfen? Sie hat sich mit meinen ärgsten Feinden gegen mich verschworen. Was wollen Sie unternehmen? Es gibt da ein gutes altes Sprichwort. Die Hand, die einem nährt, die sollte man nicht beißen. Sie verstehen? Dann hat Ihre Freundin einen großen Fehler gemacht. Wie dumm von ihr. So ist es. Hm, noch etwas Tee? Ja, gerne. Wie geht es eigentlich Ihrer kleinen Freundin? Steffi? Naja, Freundin wäre im Moment noch übertrieben. Aber ich bin ganz zufrieden. Es entwickelt sich. Clarissa hat sich aufgeführt, als wenn ihr das ganze Schloss gehören würde. Magst du noch? Bitte gern. So ist sie nun mal. Sie verwechselt immer wieder Traum und Wirklichkeit. Mhm. Dabei geht es sie nun wirklich nichts an, wenn wir dich nach Friedenau einladen. Aber ihr seid schon sehr lieb.
Eigentlich habe ich das gar nicht verdient. Ach, was redest du denn? Nur weil wir früher mal verschiedener Meinung waren? Das drückst du sehr dezent aus. Schließlich hast du mit Clarissa gebrochen. Das ist das Wichtigste. Also lassen wir die Vergangenheit ruhen. Die Zukunft ist viel spannender. Das finde ich auch. Wie weit bist du denn inzwischen mit den Plänen für dein Edelbistro? Kann an gar nichts anderes mehr denken. Hast du schon ein geeignetes Objekt im Auge? Nein, aber ich habe ein paar Makler gebeten, mir Angebote zuzuschicken. Ja und? Einer scheint was Interessantes an der Hand zu haben. Ich habe ihn übrigens hier nach Friedenau bestellt. Ich hoffe, es ist euch recht. Natürlich. Fühl dich ganz wie zu Hause. Kann ich nur hoffen, dass mir Clarissa keine Schwierigkeiten macht. Und wenn schon, mit der werden wir alle mal fertig. Lass dich nur nicht von ihr provozieren. Im Casino? Ihr habt gespielt? Und wir haben sogar gewonnen. Deshalb die gute Laune. Ich sag's dir, wenn du so einen Jeton gesetzt hast und die Kugel rollt, dann kribbelt's richtig im Bauch. Ach du Schreck. Das klingt nach Einsetzen alles oder nichts. Ah, nee, so schlimm war es nicht. Oh, pass auf dein Geld auf, Mädchen. Ja, Arno. Also für mich wäre das nichts. Das wäre für mich zu riskant. Ja. Guten Morgen. Morgen. Hi. Ist noch Kaffee da? Ja, hier. Und? Gut geschlafen? Und wie? Nach dem Abend? Ach, Phil, hast du in den Briefkasten geguckt? Nee, soll ich noch? Nein, nein, ich geh schon. Und bist du noch sauer? Mm-mm. Von mir aus können wir jetzt jeden Abend ins Casino gehen. Vorausgesetzt, wir gewinnen. Das kann ich dir leider nicht versprechen. Aber vielleicht können wir mal was anderes machen. Mhm, gern. Und was? Neuseeland. Na, wen kennen wir denn da? Von Dennis. Guten Morgen. Sagen Sie, haben Sie eigentlich vor, länger auf Friedenau zu bleiben? Kann sein. Wieso fragen Sie? Sie sind doch ein Bekannter von Christoph und Barbara, nicht wahr? Das stimmt. Aber die beiden sind doch längst abgereist, oder nicht? Auch der junge Graf von Anstetten und seine Frau sind Freunde von mir. Sie haben mich eingeladen, noch einige Zeit hier zu bleiben. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, verlassen Sie Friedenau und nehmen Sie Ihre lieben Freunde, die Anstettens, am besten gleich mit. Warum sollte ich das tun? Sehen Sie, so ein bescheidenes Anwesen wie dieses ist einfach zu klein für so viele Bewohner. Da könnte es leicht zu Spannungen kommen. Unangenehme Spannungen. Das kommt in den besten Familien vor. Na, das stimmt. Nur wer weiß, was dann noch alles passieren kann. Das ist nicht so einfach. Diese Katja hat permanenten Typen bei sich. Das macht schwierig. Ich glaube es nicht. Sie kommt gerade rein. Ich glaube, sie ist allein. Hey, was machst du denn hier? Mir war langweilig. Da musste ich einfach raus. Wo ist denn dein Schatten? Hat er etwa Schwierigkeiten beim Einpacken? Machst du mir einen Kaffee? Hey, wo ist Marc? Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Du bist doch nicht etwa ohne ihn losgefahren. Ich muss ja wohl nicht wegen jedem Pipifax um Erlaubnis fragen. Sag bloß, du hast ihm nicht mal Bescheid gesagt. Ja, natürlich. Sonst hätte er doch direkt wieder ein Riesenproblem draus gemacht. Du hast mir gestern Abend versprochen, dass du jetzt vorsichtig sein willst. Bin ich ja auch. Ich bin nämlich ganz langsam gefahren. Das ist nicht witzig, Kathi. Ach Mann, jetzt versteh doch, so ganz allein auf Friedenau, das halte ich einfach nicht aus. Mann! Außerdem hatte ich Sehnsucht nach dir. Du hast mal wieder nichts begriffen. Wie soll ich das denn machen? Ja, ich versuch's. Ich lass mir schon was einfallen. Ja. Das ist genau das, was ich suche. Das freut mich. Ja, und es ist auch wirklich sehr gut geschnitten. Mhm. Zum Beispiel dieser Bereich hier wäre für Ausstellungen geradezu genial. Mhm. Ja, und hier könnte ich mir vorstellen, wäre genug Platz für den Bistrobetrieb. Mhm. Herr Müller, ich bin wirklich sehr interessiert. Die Frage ist natürlich nur, was das Objekt kostet. Soweit ich das einschätzen kann, Frau Schneider, ist das für Sie kein Problem. 900.000 und es gehört Ihnen. Fast 1 Million. Das ist wirklich ein sehr günstiges Angebot, nicht wahr? Die Räumlichkeiten sind top renoviert. Und dann diese Lage. Charlie, wenn du finanzielle Hilfe brauchst, dann kann ich mit Henning reden. Ja, das ist sehr lieb, aber ich habe ja das No Limits.
Langfristig wollte ich mich sowieso davon trennen. Wie du meinst. Herr Müller, ich denke, wir können miteinander ins Geschäft kommen. Natürlich muss ich mir das Objekt erst anschauen. Das ist doch selbstverständlich. Wann wäre denn ein Besichtigungstermin möglich? Wann immer Sie wollen. Gut, dann sagen wir in einer Stunde am Objekt. Einverstanden. Wunderbar. Ja, dann danke ich Ihnen, dass Sie extra hier herausgekommen sind. Es war mir ein Vergnügen. Herr Müller. Ah, Gräfin von Anstetten. Welch eine Freude, Sie zu sehen. Ganz meinerseits, lieber Freund. Was verschafft uns denn das Vergnügen? Geschäfte, liebe Gräfin. Immer nur Geschäfte. So. Ja, Herr Müller, dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Wir sehen uns später. Auf Wiedersehen, Frau Schneider. Habe die Ehre. Du hast doch immer gehofft, von Dennis zu hören. Aber doch nicht so. Ich wollte, dass er wiederkommt. Ach komm mal, Dennis war nicht gerade deine große Liebe. Aber er war der Einzige, der noch zu mir gehalten hat. Obwohl er dich in Gefahr gebracht hat? Was soll denn das heißen? Hast du mir erzählt. Trotzdem. Ich habe mir so gewünscht, ihn wiederzusehen. Sieh nicht so aus. Dem gefällt's in Neuseeland. Kann man ja nichts ändern. Aber du bist wohl ganz cool, was? Hey, jetzt lass dich nicht runterziehen. Komm, lass uns was zusammen machen, damit du wieder auf andere Gedanken kommst. Keine Lust. Komm, wir gehen. Ich brauche dringend ein paar neue Klamotten. Und für dich finden wir auch ein schönes Teil. Klamotten? Ja, außerdem gibt's heute diesen Antiquitätenmarkt. Da müssen wir unbedingt hin. Ich hab jetzt keinen Bock. Entschuldige, wenn ich störe. Kennst du dich hier aus? Ja, warum? So eine ganz bestimmte Kneipe, eine Art englischer Pub. Soll ja ganz in der Nähe sein. Meinst du das Manchester? Genau. Ja, das ist circa 10 Minuten von hier. Bist du denn zu Fuß oder mit dem Auto? Mit dem Auto. Das ist natürlich komplizierter wegen der Einbahnstraße. Ich habe einen Stadtplan draußen im Wagen. Kannst du mir darauf zeigen? Ja, klar. Hol den Stadtplan doch. Mein Wagen steht im Halteverbot. Wenn du mit rauskommst, bekomme ich kein Knöllchen. Na gut, okay. Hallo, Kathi. Hab ich mir doch gedacht. Oh nein. Oh doch. Du kannst nicht einfach abhauen, ohne mir Bescheid zu sagen. Ist das klar? Tut mir leid. Kann ich jetzt gehen? Wo willst du hin? Raus, jemandem was zeigen. Wem? Wo ist er denn jetzt? Weg. Kathi, ich meine es ernst. Du wirst in Zukunft solch leichtsinnige Aktionen lassen. Hast du das verstanden? Ja. Versprochen. Versprochen. Sei doch froh, dass Dennis sich in Neuseeland wohlfühlt. Was hättest du davon, wenn es ihm schlecht ginge? Ja, du hast ja recht. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Entschuldige. Ach, ist doch okay. Gut, dass du mich doch noch zum Einkaufen überredet hast. Nur zu Hause sitzen und rumgrübeln bringt nichts. Ja, sag ich doch. Da vorne ist der Schuhladen, den ich meine. Ja, dann nichts wie hin. Moment, ich muss mir noch ein bisschen Kohle ziehen. Ne? Ich habe keinen Pfennig mehr dabei. Du kannst auch mit Karte zahlen. Ja, im Schuhladen schon, aber auf dem Antiquitätenmarkt? Ja, hallo, Philipp Brandl. Ja, es geht um Konto 232-5789. Wegen 10.000 Pfund sperren Sie meine Karte? Okay, ich kümmere mich drum. Ach, ist echt blöd. Meine Karte hat irgendwie eine Macke. Ich habe es vergessen. Mit dem Magnetstreifen. Ja, und? Ja, so, der Automat hat sie behalten. Hast du nur die eine, oder wie? Nein, natürlich nicht. Ja, wo ist das Problem? Die andere Karte habe ich zu Hause. Ach komm, dann lass uns meine nehmen. Ich leih dir was. Ich hole mir die Schuhe ein andermal. Ja, super. Toller Einkaufsprobel. Das ist fantastisch. Ihr müsst es euch unbedingt mal anschauen. Allein schon die Lage. Willst du also wirklich kaufen? Na, unbedingt. Ich
muss halt nur schauen, dass ich das No Limits loswerde. Dann ist das alles kein Problem. Toll, dass es so schnell geklappt hat. Ja, noch ist ja nichts unterschrieben. Aber ich bin dir wirklich sehr dankbar. Schließlich war es deine Idee mit Kunst und Kulinarisches. Hast du schon einen Namen für dein neues Lokal? Nee. Wie wär's denn mit Chez Charlie? Naja, das klingt mir etwas zu. Ihr wisst schon, was ich meine. Wieso nennst du es nicht schlicht und einfach Schneiders? Schneiders. Mhm. Schneiders? Ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Einerseits klingt es sehr elegant. Gleichzeitig aber auch zeitlos und modern. Stimmt. Überzeugt. Dann stoßen wir auf den neuen kulinarischen Höhepunkt in unserer Stadt doch einfach an. Gute Idee. Auf deinen erfolgreichen Neuanfang. Frau Schneider möchte eine Imbissbude eröffnen? Mit Verlaub, Gräfin, die Bezeichnung Imbissbude scheint mir nicht ganz treffend. Es war ein Scherz. Wie auch immer, mir passt es nicht. Wie bitte? Ich möchte, dass Sie dafür Sorge tragen, dass Frau Schneider das Objekt nicht erwerben kann. Ich verstehe nicht. Drücke ich mich so undeutlich aus? Ich möchte, dass der Kaufvertrag nicht zustande kommt. Verehrte Gräfin, bei aller Verbundenheit, warum sollte ich das tun? Ganz einfach, weil ich es möchte. Ich habe Frau Schneider aber bereits zugesagt. Ja, dann sagen Sie eben wieder ab. Denken Sie bitte an meinen guten Ruf. Ich bin ein angesehener, seriöser Makler. Und das wollen Sie doch auch sicher bleiben, oder? Deswegen werden Sie mir meine kleine Bitte bestimmt nicht abschlagen. Ich denke, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Na, von mir aus. Sie wissen ja jetzt, was Sie zu tun haben. Also, ich glaube wirklich nicht, dass ich Ihnen da helfen kann. Oh, das glaube ich aber doch. Sie kennen doch meine Verbindungen. Mir einen Gefallen abzuschlagen, macht sich nicht gut. Gräfin? Herr Müller? Warum machst du mir meinen Job so schwer? Dein Job ist es, mich zu beschützen und nicht mir alles zu verbieten. Wie soll ich dich beschützen, wenn du so bockig bist? Ich bin überhaupt nicht bockig. Außerdem hat Clarissa gekriegt, was sie will. Was soll mir da noch passieren? So einfach ist das nicht. Ich habe das Gefühl, dass Gräfin von Anstetten noch lange nicht zufrieden ist. Sie hat mir gegenüber solche Andeutungen gemacht, dass... Ach, sie erzählt viel, wenn der Tag lang ist. So, das klingt nicht ungefährlich. Das sind doch alles nur leere Drohungen. Kathi, ob es nun die Gräfin ist oder nicht, dass du bedroht wirst, sollten wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das heißt, dieses Theater hier soll weitergehen, ja? So lange, bis wir genaueres wissen. Und deshalb möchte ich, dass du meine Anweisung ab jetzt befolgst. Marc hat leider recht. Hey, du bist mir zu lieb. Ja gut, von mir aus. Ich hatte es ja fast schon geschafft. Da mit der kleinen Grad raus, da kommt dieser Typ rein. Was für ein Typ? Was weiß ich, der schwört in letzter Zeit dauernd um die Sterne herum. Und dann? Hab ich eine Pflege gemacht. Wer weiß, was das für einer ist? Das gibt's ja wohl nicht. Wofür bezahle ich dich überhaupt? Dass du mir alles vermasselst? Es tut mir ja leid. Ich bleib auf jeden Fall dran. Vergiss es. Wirklich, Ed, ich verspreche es dir. Das nächste Mal klappt es bestimmt. Das nächste Mal kümmere ich mich selbst um das Blondchen. Wenn ich erst draußen bin, wird sie ihr blaues Wunder erleben.